Hallo liebe Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge von Stranded Deep. Und was sehen meine munteren Augen dort? Ach du Kacke, warum ist denn das Video gerade so laut? Nicht das Video, das Spiel ist extremst laut. Was zur Hölle? Kann ich das hier... Moment, ich muss mal kurz auf der Tastatur ein bisschen rumdrücken. So, jetzt ist es angenehmer. Ich werde das dann später, während ich das Video nochmal bearbeite, kurz ein bisschen bearbeiten, die Tonspur, dass das ausgeglichen ist mit der Stimme und dem Ingame-Sound. Aber gerade war das auf den Kopfhörern so extremst laut, dass... Uiuiui, da ist mir gerade fast alles weggeflogen hier. Gut, also, meine munteren Augen haben gerade eben ein paar Kartoffelpflanzen entdeckt, die wir vorhin in der letzten Folge, wollte ich gerade sagen. In der letzten Folge hatten wir die noch nicht gesehen. Aber jetzt werden wir die mal kurz auffuttern hier, damit unser Hunger ein wenig gestillt ist. 4 Stück und dann die 2 noch eben. So, dann ist der Hunger auch wieder ein bisschen gestillt. Dann schaue ich mich mal kurz um, ob wir hier irgendwo in der Nähe einen Hai haben. Sieht aber nicht so aus. Das heißt, ich glaube, wir könnten eigentlich... doch, da vorne haben wir einen. Tja, jetzt ist die Frage, laufe ich los zu dem Boot oder lasse ich es sein? Jetzt ist er gerade wieder verschwunden. Ach komm. YOLO, ich laufe einfach mal los. So. Ich glaube, der Hai hat uns aber auch schon entdeckt. So, aber ich glaube, hier drin kann er uns nichts anhaben. So, noch eine Torch gefunden. So, da vorne ist der Hai. Können wir das hier aufmachen? Ein Bucket of Seawater. Wo ist denn da? Da ist er gerade angekommen. Oh meine Güte, ist der schnell. Jetzt habe ich Schiss zurückzuschwimmen. Wo ist er denn? Ist er weg oder? Ne, da ist er. Tja, lieber Hai. Ich glaube, hier kommst du nicht an mich ran. Ja, Frage. Wie mache ich das jetzt? Fange ich einfach an, hier wegzuschwimmen? Oder soll ich warten, bis der Hai weg ist? Oder, ne? Hier, was machen wir? Kann ich mich hier irgendwie da draufbacken oder so? Ich will da hoch. Ne, es sieht nicht so aus. Da ist der Hai jetzt gerade schon wieder. Wow, was? Der kann hier reinschwimmen. Okay, das war's. Ich schwimme zurück. Wow, was? Der hat mich gebissen. Dieser Arschlochhai. Haha, jetzt habe ich dich nicht gebissen. Wow, was? Hallo? Ah, Hilfe! Komm schnell zurück aufs... Verpiss dich, du Scheißhai! Ach du Kacke! Sind... Wow, also die Haie, die sind jetzt heftig. Oh, ich weiß noch, in den ersten paar Folgen, als wir da von der einen Insel zur anderen schwimmen wollten und das Boot dann einfach verschwunden ist und uns zwei Haie verfolgt haben, die konnten uns einfach nichts anhaben. Wir haben das einfach ganz locker überlebt. Und jetzt? Da kommt ein einziger popliger Hai und der macht uns voll fertig. Können wir uns irgendwie mit der Kleidung irgendwie... Nee, damit können wir nichts machen. Ach du Kacke. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Hai so krass drauf ist, ne? Gut, was machen wir? Ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg nach Hause mit den ganzen Sachen, die wir hier jetzt gefunden haben. Vorher, Moment, ich sammle mal kurz hier Sachen ein. Das hier nehme ich mit. Die zwei Äxte nehme ich auf jeden Fall mit. Die Clothes nehme ich mit.
Und dann habe ich jetzt noch Platz für zwei Steaks. Das heißt, ich... Ne? Wisst ihr Bescheid? 2, 3, 4. 4 Steine. Und dann nehme ich den Rest noch Äste mit. So, 4 Steine und 4 Äste. Super Ausbeute. Dafür haben wir einen Fuel Tank. Wir haben einen Propeller. Wir haben 2 Äxte, die... das ist sehr gut. Und, ach scheiße, wir brauchen ja noch das Paddel. Gut, ich lasse den Fuel Tank mal hier, weil ich irgendwie der festen Überzeugung bin, dass wir auf der Heimatinsel... Wow, 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 hier bleiben. Unser Lieferraft darf nicht wegfliegen. So, ich bin der festen Überzeugung, dass wir bei der Heimatinsel noch einen haben. Und wir mussten da zurück zu der Insel. Okay. Gut, uns geht's ziemlich dreckig. Und ich hoffe mal, dass wir heil zu Hause ankommen werden. Falls nicht, dann, ne? Dann wisst ihr ja, was wir machen. Fangen wir einfach von neu an. Gut. Dann hoffe ich mal, dass uns jetzt hier nicht noch der nächste Hai irgendwie zerfleischen wird oder sonst was. Und ich hoffe auch, dass die Haie nicht unser Blut riechen. Ich glaube, sobald wir ins Wasser gehen, dann verteilt sich unser Blut im Wasser. Und dadurch werden Haie angelockt. Aber... Oh, was ist das denn? Ach, eine Schildkröte! Endlich haben wir so eine auch mal gesehen. Ja, ich glaube, wir brauchen doch nicht von neu anfangen, wegen den Updates und dem Spielstand. Wir haben ja vorhin einen Rochen gesehen. Ach, Mist, jetzt habe ich vergessen, das zu googeln, ob das wirklich die Tiere sind. Auf jeden Fall, ich nenne sie einfach Rochen. Ich meine, sie heißen so. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge ja schon einen Rochen gesehen und jetzt eine Schildkröte. Das heißt... der Spielstand ist noch, ist nicht veraltet, sondern da haben wir den, oder? War das eine Schildkröte oder einfach nur ein Fisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ist das Update auf diesem Spielstand, jetzt drauf. Und, ich frage mich, ob wir die Schildkröten und auch diese, Rochen, ob wir die fangen können, beziehungsweise jagen können. Und dann uns daraus ein bisschen was zu futtern machen können. Das werden wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Aber zuerst wollen wir erstmal heile zu Hause ankommen. Und wie gesagt, ich meine, es war diese Insel dort. Es müsste eigentlich die Insel gewesen sein. So, oh, was war das? War das gerade irgendwie eine hohe Welle? Hat uns ein Hai attackiert oder... Ne, bei einem Hai wird ja die Melodie kommen. Ach, keine Ahnung. Da unten war ein Wrack, glaube ich. So, da... Moment, wir sind jetzt nicht an der Boje vorbeigekommen. Und da sind auch... Okay, wenn das nicht unsere Heimatinsel ist, dann müssen wir weiter zu dieser Insel dort. Das wird sie dann auf jeden Fall sein. Hoffe ich mal. Okay, gut. Wir haben es nicht zu unserer Heimatinsel geschafft. Das ist blöd. Ich glaube zumindest, das ist nicht unsere Heimatinsel. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, das ist nicht unsere. Da sind noch Bäume drauf. Auf unserer waren gar keine Bäume mehr drauf. Okay. Dann müssen wir wieder zurück oder weiter zu dieser Insel dort. So. Moment, wir kamen jetzt von der Insel. Ach man, das Spiel ist doch kacke. Man verliert so schnell die Orientierung hier. So. Einfach mal das... Nein, ich will nicht da reinklettern. Hallo, nein, nicht climb in, sondern weg, so, wegschubsen, so. Ah, oh, der Orient... nicht der Orientierung. Die Orientierung in diesem Spiel ist so, so wunderbar. So, wir wollen weiter zu... Hallo... nicht hängen bleiben. So, komm. Ach, boah. Dieses scheiß Life Raft, ne? Dann ziehen wir das eben. So. Dann scheiß... Wow. Was ist das denn? Da haben wir einen kleinen Hai. Moment, ich frage mich, ob der uns auch angreift. Oder was... Was macht der? Ich glaube, ist das nicht ein Schwerthai oder so? Black, irgendwas, Reef Shark. Okay.
Ich weiß nicht, ob der uns auch angreift oder nicht, aber das will ich im Moment nicht herausfordern, denn uns geht es ziemlich beschissen. Und ich möchte so schnell ich kann wieder... Mann, wieso kann ich denn dieses scheiß Life Raft? So, jetzt geht doch. So. Und jetzt machen wir uns auf den Weg weiter zu der Insel dort. Und wenn das nicht unsere Heimatinsel ist, dann... Dann raste ich hier aus. Das ist auch nicht möglich. Da haben wir noch so ein Hai. Da haben wir einen Rochen. Wunderbar. Das freut mich gerade, dass wir hier so viele Tiere finden. Aber wie gesagt, ich möchte mich mit den Tieren im Moment noch nicht anlegen. Ich will erstmal zurück zur Heimatinsel und dann gucken, dass es uns ein bisschen besser geht. Da vorne haben wir schon wieder einen scheiß Hai. Der taucht gerade unter und ich wette gleich, kommt er von unten durch unser Boot in unser Gesicht reingeflogen und frisst uns auf. Ich sehe es schon kommen. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich hoffe, wir kommen heil bei unserer Insel an. So, ach ja, was ich vorhin noch sagen wollte mit dem Blut. Falls wir jetzt so in diesem Zustand einfach so ins Wasser springen würden, dann würden wir verdammt viele Haie anlocken. Da wir ja im Moment bluten und es bekanntlich so sein soll, dass Haie von Blut im Wasser angelockt werden. Und ja, ich frage mich jetzt, ob das auch irgendeine Auswirkung darauf hat, dass wir bluten und mit dem Paddel, also nicht mit dem Paddel, mit dem Floß hier fahren. Dass wir da irgendwie... Was war... Sag mir nicht, das ist auch nicht unsere Heimatinsel. Es kann doch nicht sein. Wenn das jetzt nicht unsere Heimatinsel ist, dann ernte ich da so viele Kokosnüsse und Kartoffeln, bis es uns wieder gut geht und paddel weiter zur nächsten Insel. Bis wir dann endlich unsere scheiß Heimatinsel gefunden haben. Oh, Mann. Nee, das ist auf keinen Fall unsere Heimatinsel. Da stehen viel zu viele Bäume. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Kennt ihr diese Werbung immer im Radio? Oder ich glaube, es ist im Radio. Entweder im Radio oder im Fernsehen. Ich habe Ewigkeiten keinen Fernsehen mehr geguckt. Ich gucke sehr selten Fernsehen. Wenn, dann höre ich morgens mal irgendwie ein bisschen Radio oder so. Kommt immer diese Werbung. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ich hasse diese Werbung. Die ist irgendwie total schlecht gemacht. Ich mag die Werbung einfach nicht. Ja, und so wie die... Wow. Fliegende Palmen for the win. Wie die schlauen Zuschauer unter euch jetzt schon bemerkt haben, ist das hier auf jeden Fall nicht unsere Heimatinsel. Und ich habe auch keinen Plan, wo unsere Heimatinsel ist. Wir kommen wahrscheinlich gerade von dieser Insel dort drüben. Und unsere Heimatinsel ist wahrscheinlich irgendwo da, ganz weit irgendwo weg. Ich weiß es nicht. Gut, uns geht das sehr beschissen. Wir sind fast tot. Ich schmeiß mal schnell hier den ganzen Krempel einfach irgendwo hin. Den Hammer lasse ich mal im Inventar. Die Äxte auch. Das Paddel lege ich mal hier ins Floß hinein. Und dann besorge ich mir jetzt mal ein paar Kartoffeln. Erstmal ein paar Kokosnüsse. So, was? Ah, die kann man nicht mehr so runterpflücken, sondern die muss man erstmal mit der Maustaste irgendwie, So, das... Aha, das ist auch cool gemacht. So, nur aufpassen, dass wir uns nicht wieder einen Arm brechen oder sowas. Da kletter ich erst einmal nicht hoch. Haben wir hier irgendwo noch eine niedrige Palme? Hier haben wir noch eine, sehr schön. So, 1, 2, ups, die sollte uns nicht auf den Kopf fallen. Das kann zum Tode führen. Da sind schon ein paar Menschen dran gestorben, weil die eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen haben. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Realität entspricht, ob das wahr ist. Aber ich glaube, es ist schon mal irgendwo passiert. So, erstmal ein paar Kartoffeln essen, damit unser Hunger ein bisschen gestillt ist. So, dann nochmal die zwei hier. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben, denn es sieht nicht gerade gut aus. So, dann die vier nochmal hier eben hinschmeißen. Und dann machen wir uns jetzt erstmal zwei Kokosnüsse auf. Und so, 1 und 2, dann haben wir die trinkable Kokosnüsse. Trinken wir die erste und die zweite. Und so, dann geht es uns jetzt wieder ein bisschen besser. Dann mache ich die
erste nochmal kaputt und esse die auf, damit unser Hunger auch voll ist und damit sich unser Leben mal langsam wieder regeneriert, will ich hoffen. So, dann sind wir jetzt komplett voll und unser Leben sollte sich so langsam auch mal regenerieren, hoffe ich. Wir sind im Moment den vierten Tag am Surviven. Jetzt die Frage, soll ich irgendwie versuchen, hier wieder was Neues aufzubauen? Oder sollen wir einfach weiter zur nächsten Insel? Ich glaube, wir werden uns einfach weiter auf den Weg zur nächsten Insel machen. Ich schnapp mir hier einfach nochmal die ganzen Teile. Moment, was hatte ich? Das. Dann das Paddel brauchen wir auf jeden Fall noch. Und soll ich noch ein paar? Ja, ich nehme noch die vier Kokosnüsse hier mit. Und dann schnappe ich mir noch ein paar Kartoffeln, falls wir noch welche hier auf der Insel finden, für den kleinen Hunger zwischendurch. Da haben wir welche. Potato Plants. 1, 2, 3. Und, ach, da war nur ein Stick. Den brauchen wir aber nicht. Haben wir hier eine Kiste vielleicht, wo wir irgendwas Nützliches finden? Hier. Was haben wir hier? Mann, muss das so dunkel sein? Ah, fuck, ich blute ja. Scheiße. Hoffentlich kommt jetzt kein Hai noch hier in die Nähe. Ah, schnell an Land. So, jetzt können die Haie uns hier nichts mehr anhaben. Kartoffeln. Haben wir hier irgendwo noch Kartoffeln? Irgendwo ein paar Kartoffeln? Oder ich glaube, ich mache diese Insel hier zur Heimatinsel, weil die hier sieht wirklich sehr schön aus. Hier haben wir viele Bäume, wir haben viel, viel Platz. Wir haben auch, Yucca-Palme. Wir haben viele Kartoffeln, nur die müssen jetzt erstmal nachwachsen. Und, viele Yucca-Palme auf jeden Fall. Diese Insel hier bietet sehr viele Ressourcen. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Aber, ich sehe gerade, ich muss die Folge langsam beenden. So, ich glaube, das gibt ein bisschen Überlänge hier in dieser Folge. Aber das ist auch mal kein Problem, denke ich. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge mal kurz ein bisschen gucken, was wir hier jetzt genau machen. Ob wir jetzt hier bleiben oder ob wir jetzt irgendwie auf eine andere Insel rüber paddeln und schauen, ob wir unsere Heimatinsel nochmal finden, weil hier diese ganzen Inseln da, irgendeine davon wird unsere Heimatinsel sein. Oder wir verwandeln diese Insel hier einfach in unsere Heimatinsel. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge von Stranded Deep entscheiden. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Anschauen und sage dann einmal auf Wiedersehen.